Moin, moin Leute! Endlich habe ich mal wieder die Zeit gefunden, ein kleines Tutorial aufzunehmen. Und ja, in letzter Zeit hatte ich ziemlich viel Stress, deswegen kam ich überhaupt nicht dazu. Und ja, ich wurde letztens mal gefragt, ob ich nicht mal was zum Equalizer erklären könnte. Und da ist mir erstmal aufgefallen, dass ich noch gar kein Video zum Equalizer gemacht habe. Deswegen werde ich das jetzt erstmal nachholen. Und das seht ihr nach dem Intro. Viel Spaß! So, als erstes gehen wir mal in den Mixer. Das könnt ihr mit F9 machen oder ihr klickt hier oben auf das Mixer-Symbol. Und dann laden wir uns mal einen Equalizer hier rein. Man könnte jetzt den parametrischen Equalizer hier nehmen, den einfachen. Der sieht so aus. Oder wir nehmen den Parametric EQ 2. Den nehme ich auch meistens. Und ja, ihr seht schon, die beiden, die sehen sich auch hier sehr ähnlich. Also hier der rechte Teil. Und ja, ich nehme meistens den hier, den finde ich ein bisschen schöner. So, dann jetzt erstmal die Grundlagen zum Equalizer und danach werde ich mal so ein paar genauere Sachen nochmal erklären. Hier in diesem Fenster seht ihr das Frequenzspektrum des Tons und ihr könntet jetzt entweder hier diese Punkte hochheben oder absenken oder ja, einfach verschieben oder ihr macht das Ganze hiermit. Hiermit könnt ihr die Frequenz verändern. Und mit dem könnt ihr dann anheben oder absenken. Das wäre jetzt analog zum normalen Equalizer. Da könnt ihr das nur so einstellen. Ja, den mache ich mal wieder aus. So, also das ist eigentlich genau das Gleiche. Und hier oben diese Kurven ist auch das Gleiche wie hier. Deswegen werde ich es nur mal hier erklären. Ihr könnt hier nämlich ja, die Kurvenform quasi. Könnt ihr ein bisschen beeinflussen oder verändern. Und wenn ich ganz nach unten mache, also einfach draufklicken und nach unten ziehen, dann ist dieser Punkt komplett weg. Und wenn ich mal nach oben gehe, seht ihr, was es so alles für Kurven gibt. Das wäre jetzt zum Beispiel für einen Highpass-Filter, könnte man das einfach nehmen. Könnte man hier alles abcutten, alles, was da drunter ist, wegschneiden. Das wäre für Lowpass, Bandpass. Das ist halt. Dass nur ein Teil der Frequenzen rausgefiltert wird. Ja, das ist quasi das Ende einer Kurve. Also sieht dann so aus. Das linke Ende ist ja auch schon standardmäßig eingestellt links. Das verwendet man meistens bei den mittleren Punkten. Seht ihr auch schon hier bei denen. Ist schon voreingestellt. Da könnt ihr es halt so verändern. Und das ist das rechte Ende. Sieht man ja den Unterschied zwischen den Kurven. Und ja, das war's eigentlich auch schon. Mit den Punkten darunter könnt ihr die Steilheit der Kurve einstellen. Zum Beispiel so. Ja, sieht man ja den Unterschied. Ist jetzt in dem Fall bei dieser Kurve nicht so ganz extrem. Außerdem könnt ihr die Steilheit. In diesem Beispiel zum Beispiel mit dem Mausrad ändern. Einfach mit der Maus drüber gehen und dann an dem Mausrad scrollen. Da seht ihr auch, die Prozentzahl wird immer kleiner oder halt größer. Damit könnt ihr jetzt auch einzelne Bereiche zum Beispiel so wegschneiden, rausfiltern. Ja. Das gleiche wie mit dem Mausrad könnt ihr auch hier unten einstellen, übrigens bei BW. Und damit ist der rechte Bereich, glaube ich, auch erstmal komplett erklärt, würde ich sagen. Falls ihr doch noch Fragen habt, könnt ihr auch gerne einfach nachfragen. Ach genau, hier dieser Button, damit könnt ihr das komplette, ja, das gesamte Level könnt ihr einfach anheben oder absenken. Ich gehe nochmal alles auf Reset. So. Das könnt ihr übrigens mit Alt machen. Einfach Alt drücken und dann alles, was ihr anklickt, wird resettet. Ja, nur so nebenbei. Hier mit Compare, das bedeutet ja vergleichen auf Englisch oder auf Deutsch bedeutet es vergleichen. Da könnt ihr halt irgendeine Kurve einstellen, was ihr halt erstmal so haben wollt und dann könnt ihr mit dem vorherigen eingestellten oder gespeicherten Wert vergleichen. Vergleichen könnt ihr mit dem rechten Button. Wäre in dem Fall das hier.
Wenn ihr jetzt zum Beispiel irgendeine Kurve mit dieser hier vergleichen wollt, dann könnt ihr die jetzt hier speichern mit dem linken. Und wenn ihr die jetzt ändert, zum Beispiel so, könnt ihr hiermit wieder vergleichen. Oder wieder speichern und nochmal ändern. Ich denke, es ist klar. Dann hiermit könnt ihr verschiedene Sachen ein- und ausblenden. Das ist jetzt nicht so wichtig. Und ja, höchste Qualität. Die Buttons einblenden und so weiter. Hier sind halt diverse, ja, Ansichtsoptionen, nenne ich die jetzt einfach mal. Wenn man mal hier in diesem Fenster genauer hinguckt, dann sieht man hier unten auch Zahlen. Das sind die Frequenzen. Also zum Beispiel hier hinten wäre 20 Hz. Steht übrigens dann auch oben links in diesem grauen Fenster. 50 Hz, 100 Hz, 200 Hz, könnt ihr selber lesen. Bis zu 10K, also 10.000 Hertz. Und das Höchste ist, glaube ich, 20.000. Das steht hier zwar nicht, aber das müsste das Höchste sein. Oben könnt ihr ja nochmal sehen, was es dann halt bedeutet, dass hier halt der tiefe Bass ist, der Bass, die tiefen Mitten, die Höhenmitten und ja, die Höhen halt. Ist eigentlich auch klar, also von links nach rechts wird es immer höher. Ich kann ja mal jetzt ein Beispiel machen, mit einem Kick zum Beispiel. So. Moment, falsche Oktave. So, das ist ein C5-Kick. So. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal, ja, sagen wir mal, ich möchte den Bass ein bisschen anheben von dem Kick, kann ich zum Beispiel jetzt auf 100 Hertz gehen. Beispielsweise. Es ist natürlich von Kick zu Kick unterschiedlich, deswegen kann ich jetzt kein allgemeingültiges Beispiel hier nennen. Und ja, ich mache es jetzt einfach mal bei 100 Hertz. Oh, Moment. Speichern. Ich übertreibe es mal, damit man es auf jeden Fall hört. Das gleiche geht natürlich auch, wenn ich den Bass absenke. Macht in dem Fall keinen Sinn, aber ich wollte es einfach mal demonstrieren. Ihr merkt halt, hier links sind die Tiefenbereiche, habe ich ja gerade schon gesagt. Und rechts die hohen. Und ja, dann könnt ihr halt das Frequenzspektrum des Kicks so anpassen, wie ihr es halt haben wollt. Zum Beispiel könntet ihr, wenn ihr jetzt Bock drauf habt, könntet ihr hier ein bisschen den Kick absenken, wenn hier eine Melodie wäre oder ein Synthesizer, sodass sie sich nicht ganz so sehr in die Quere kommen. Das gleiche geht natürlich auch mit Bass und Kick, dass man da halt versucht, die anzupassen, dass sie sich möglichst wenig in die Quere kommen. Und ja, damit ihr schön den Bass beim Kick rausholt, empfiehlt es sich, oder würde ich jetzt mal einfach sagen, die 100 Hertz ein bisschen zu pushen. Und wenn ihr hinten nochmal ein bisschen anhebt, dann kommt dieses Plop von dem Kick, kommt da ein bisschen stärker raus. Je nachdem, wie man es halt haben möchte. Und ja, kann man hier halt dann einfach verändern. Wie gesagt, ist es ja von Sample zu Sample unterschiedlich, deswegen schwer zu sagen, was ihr da jetzt genau machen müsst. Was ihr aber eigentlich immer machen solltet oder ja, könnt, müsst ihr natürlich nicht, ist Folgendes. Ihr geht hier einfach bei Presets auf entweder das erste hier, 20 Hz und 18 kHz Cut oder 30 Hz und 18 kHz Cut oder 40 Hz und 18 kHz Cut. Ist eigentlich egal, welchen ihr davon nehmt. Ich nehme jetzt einfach mal den mit den 40 Hz vorne. Und das bedeutet, der wird jetzt hier ab 40 Hz abgeschnitten. Das gleiche mit den 18 kHz hier hinten. Was bringt das nun eigentlich? Der Kick, wenn ich den nochmal standardmäßig eben mache und den jetzt anspiele, sieht man ja, dass der bis hierhin auch noch geht. Die tiefen Frequenzen kann man da eigentlich eh nicht hören und die fressen nur unnötig Energie, weil die tiefen Frequenzen halt viel Energie verbrauchen und ja,
Man hört sie eigentlich eh nicht. Und das Gleiche mit den ganz hohen Frequenzen, so ab 20 Kilohertz wird es echt schon sehr schwer, da was zu hören. Deswegen kann man die auch genauso gut rausschmeißen. Damit kann man halt einmal ein bisschen Energie speichern oder sparen. Ist zwar eher der nebensächliche Effekt, aber das Wichtigste ist halt, dass die ganz tiefen Frequenzen hier hinten, die halt noch vorhanden sind, aber nicht hörbar sind, dass die nicht mit den anderen Frequenzen in die Quere kommen, dass es halt Interferenz entsteht und sowas. Deswegen schneide ich die einfach immer direkt raus und ja, das mache ich eigentlich mit jedem Sample oder Synthesizer. Dann könnt ihr halt wieder einen neuen Punkt hinzufügen und dann wie gewohnt einstellen, was ihr haben wollt. Müsst ihr nicht machen, aber wie gesagt, ich schmeiß die immer raus, die Enden und die Enden und den Anfang, um halt Interferenz zu vermeiden. Außerdem könnt ihr dann noch prüfen, wie viel ihr davon wegschmeißen könnt. Das kann ich euch mal bei der Hi-Hat gut zeigen, glaube ich. Mache ich mal einen Equalizer drauf. So. Einmal anhören. Und da seht ihr schon, hier hinten ist auch noch ein leichter Ausschlag, aber nur minimal. Bis hierhin sogar. Und jetzt könnt ihr halt gucken, wie viel ihr wegschneiden könnt, ohne dass es wirklich den Ton so richtig beeinflusst. Dadurch wird halt der Raum, den die Hi-Hat zur Verfügung hat, kleiner und in dem Bereich kann er halt wieder ein anderes Instrument spielen, ohne dass die sich überschneiden und dass die, ja, dass die Wellen sich halt überschneiden und Interferenz entsteht. Dazu könnt ihr einfach mal hören, ab wann es sich nicht mehr gut anhört. Jetzt ist eigentlich schon zu viel verloren gegangen, finde ich. Ja, ich würde sagen, bis hierhin geht eigentlich noch. Ist kein Riesenunterschied, finde ich. Und hier habt ihr jetzt wieder Platz für die anderen Samples. Zum Beispiel jetzt den Kick, der ja hier sehr stark ist und ja, kommt sich dann nicht mit der Hi-Hat in die Quere. Das gleiche könnt ihr jetzt mit der Snare nochmal machen. Einfach wieder ein Equalizer. Wieder das Preset laden. Und ja, sieht man, der ist hier relativ stark. Da, wo wir gerade bei der Hi-Hat etwas weggenommen haben. Hier können wir nicht viel wegnehmen, das merkt man sofort. Aber hier vorne halt. Macht ja keinen riesen Unterschied, oder? Und trotzdem haben wir wieder mehr Platz für den Kick. Und ja, so mache ich das eigentlich generell mit jedem Sample, den ich habe, oder mit jedem Synthesizer. Und ich hoffe, das hat euch ein bisschen geholfen. Ich weiß nicht, ob man das wirklich immer so macht, aber ich bin damit eigentlich bisher ganz gut gefahren und deswegen wollte ich es euch mal nicht vorenthalten. Ja, was kann ich noch sagen? Ja, ansonsten könnt ihr halt, wie schon zweimal, glaube ich, jetzt mittlerweile gesagt, könnt ihr halt generell den Ton so verändern, wie ihr ihn halt haben wollt, oder die Frequenzen anheben oder absenken. Kommt halt auf den jeweiligen Sample auch drauf an, was man da jetzt genau macht. Ja, noch ein kleiner Tipp vielleicht. Ihr könnt den ganz schmal machen. So in etwa. Und damit könnt ihr jetzt quasi auf die Suche nach störenden Frequenzen gehen. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel einen Sample habt, wo euch eine Frequenz irgendwie, ja, irgendwie stört, wenn die sich einfach scheiße anhört, also einen Teil des Tons quasi, dann könnt ihr hiermit suchen, welche Frequenz das denn ist. Ah, ich zeige es einfach mal eben. Also es geht immer nur ein bisschen von den Frequenzen verloren und dann könnt ihr halt so herausfinden, an welcher Stelle die schlechten Frequenzen liegen und dann könnt ihr die damit quasi rausschneiden. Ist vielleicht auch noch ein ganz guter Vorteil. Benutze ich auch ab und zu mal. Ja, habe ich noch irgendwas vergessen? Ich hoffe nicht.
Falls ich doch irgendwas vergessen haben sollte, könnt ihr mich auch gerne in den Kommentaren verbessern oder ergänzen. Und ja, ich lerne nämlich auch gerne noch was dazu. Also nur zu, schreibt einen Kommentar. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Ciao.